Bastelzeit. Und ja, heute haben wir da mal ein Ding auf dem Tisch, was mein Kollege in die Hand gedrückt hat, nämlich das hier. Ja, ein Netzteil. Und der ein oder andere kann es schon erkennen an hier der Ecke. Das ist ein, ja, vermutlich Original-Apple-Netzteil. Mhm. Habe ich in die Hand gedrückt bekommen mit dem Kommentar, funktioniert nicht. Ne, funktioniert nicht, ist ein großer Bereich. Wenn wir Glück haben, funktioniert das tatsächlich nicht. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann können wir tatsächlich auch noch irgendwie was Interessantes vielleicht sehen. Mindestens, wie es aufgebaut ist. Im Zweifelsfall aber dann ja auch, was da irgendwie schiefgelaufen ist. So, wie gesagt, kaputt kann viel heißen. Von daher fangen wir mal an gucken, dass das Ding keinen Kurzschluss hat. Nicht, dass da irgendwie schon etwas im Argen liegt. Also, Prüfung und Open Line. Da ist nichts zu messen. Das wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Ein bisschen was messen wäre schon nicht schlecht. Aber hier ist wirklich komplett offen. Okay. Das könnte schon darauf hindeuten, dass das eventuell eine Sicherung ausgelöst hat oder sowas. Okay. Was können wir noch machen? Wir können... Ja, eigentlich können wir es direkt einstecken, weil war ja nichts zu sehen. Also, wo haben wir denn hier? Eine Steckdose. Nehmen wir die hier. Und ein USB-Tester. Hier, das ist noch der alte Stecker mit USB-A ist es, glaube ich. Dann gucken wir mal, wenn wir es einstecken, was passiert. Kommt was? Nö. Kommt gar nichts. Das Ding bleibt dunkel. Okay. Interessant. Können wir den hier, den konnte man doch irgendwie abmachen. Ich erinnere mich da dunkel dran. Ich habe die Dinger schon mal gesehen. Ja, so. Mal gucken, ob hier der Adapter, ich glaube nicht, dass er einen weg hat, aber ja, wir wollen ja methodisch vorgehen, oder wie war das? Oder uns die Zeit hier vertreiben. So, der ist Durchgang. Der ist Durchgang. Also, das Ding hier ist okay. Das heißt, hier werden wir mal wieder, wie auch eben, nichts messen können. Korrekt. Einmal unten die Pins. Nö, nichts messbar. Wunderschön, Konsistenz. Das heißt, ich habe tatsächlich hier einen kaputten Apple-Charger vor der Nase. Das heißt, zwei Dinger. Eins, die Dinger gehen kaputt. Das ist, glaube ich, das erste kaputte USB-Netzteil, was ich wirklich sehe, was nicht irgendwie so ein 1-Euro-Teil war. Und Nummer zwei, ich muss keine Angst haben, das jetzt hier zu zerlegen, dass mir da einer was unterstellt. Ich würde hier unnötig Dinge kaputt machen. Nein, das Ding ist kaputt. Von daher können wir hier auch unseren Gewaltexzess gegen das Gerät da sorgenfrei den Lauf lassen. Ja, das haben wir ja eigentlich stehen. Modell ist die A1401. Universaleingang 100 bis 240 Volt, ein halbes Ampere Maximum, 50, 60 Hertz und Output ist 5,2 Volt bei 2,4 Ampere. Es steht noch was von Flextronics dahinter, eventuell, dass die das gefertigt haben. Und ein TÜV-Siegel und wir alle wissen ja, ein TÜV-Siegel ist ein Garant für sichere Sachen, egal ob Netzteil oder Staudamm oder so ähnlich. Ja, ich habe die Befürchtung, mit meinem Schraubendreher komme ich hier nicht so weit. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall auf die Suche gehen, wo mein Spudger hin ist, den ich eben noch in der Hand hatte. Moment. Das sieht besser aus. Gucken wir mal. Irgendwie wird man hier reinkommen. Im Zweifelsfall müssen wir den Dremel ansetzen, aber hier bewegt sich zumindest etwas. Also, nee. Mit Glück geht er tatsächlich ohne zu zerschneiden auf. Okay, auseinander ist es und ich denke, wir haben auch schon eine relativ gute Idee, wo das Problem war, weil wenn wir hier reingucken, da ist sehr viel dunkel. Da kam wohl etwas magischer Rauch raus, auch wenn wir hier uns die Seite angucken. Ich denke, wir können das relativ gut einschränken, dass das hier unten in der Ecke war. Das ist da, wo der Strom reinkommt. Interessant. Ansonsten, der Aufbau, wir haben hier die USB-Buchse, wir haben hier unten den Trafo oder Übertrager und die Eingangs-Elkos, hier oben Ausgangs-Elko. Und ja, was interessant ist, es ist sehr viel mit Kabel gemacht. Die beiden Eingangsdinger hier,
Die kommen per Kabel hier hinten rein. Hier oben haben wir drei, wenn ich richtig sehe, die Richtung von dem hier gehen, wobei hier eins lose hängt. Es kann jetzt aber natürlich sein, dass ich das abgeschnitten habe, während ich probiert habe, das Ding auseinanderzunehmen. Die USB-Buchse, die im Übrigen sehr gut getrennt ist, da ist nochmal irgendwie so ein Plastikschirm drum, der dafür dann sorgt, dass die USB-Buchse nicht da irgendwo gegenkommen kann. Also da hat man sich auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht. Wir haben zwei von denen hier, zwei von diesen Suppression Caps. Ich hoffe, richtig gerated. Und ja, hier noch ein bisschen Band drumherum. Machen wir das mal weg. Vielleicht ist da drunter noch mehr zu sehen. Oh ja. Oh, interessant. Okay, okay, okay. Das Erste, was hier zum Vorschein kommt, ist hier ein Transistor, wie es aussieht. Interessanterweise mit einem Wärmepad zum Trafo. Okay, das ist neu. Und was mich gewundert hat, hier vorne, da ist irgendetwas. Ich kann es nicht genau identifizieren. Entweder das eine Sicherung ist. Ah ne, L1. L1 steht auf dem Board. Dann ist das eine Spule. Auf der Rückseite haben wir definitiv hier ein Teil, wo das Board sehr, sehr, sehr unhappy war. Ansonsten Widerstände, Dioden, so das übliche, ein Optokoppler, wahrscheinlich dann für Feedback. Und hier der Haupt-IC. Mal gucken, ob wir den hier irgendwie ein bisschen freigelegt bekommen von diesem Schmu. Können wir vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Oh. Und hier sogar eine komplette Fräsung drin. Auch da wieder primär und sekundär getrennt an der Stelle. Und ich gehe davon aus, dass dann auch hier der Schirm durchging. Ja, der ist hier an der Seite was länger. Das heißt, hier ist sogar Plastik dazwischen gewesen. Okay. Also ihr seht wahrscheinlich, ich habe ja schon mal günstige hier auf dem Kanal zerlegt. Das Ding hier ist auf jeden Fall mal vom Design her, hat man sich an vielen Stellen ein bisschen mehr Gedanken gemacht als so bei den Billigteilen. Geholfen hat es anscheinend nichts. Irgendwas ist hier schief gegangen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was damit angestellt wurde. Also ob da absichtlich etwas gemacht wurde. Oh, hier ist ein Loch. Absichtlich etwas damit falsch gemacht wurde. Sowas wie, komm, wir stecken das mal in eine von den roten Steckdosen oder sowas. Es ist auf jeden Fall eine Menge Schaden hier drauf passiert. Aber, naja, ich sag mal so, er ist zumindest im Gehäuse geblieben. Es kam nichts raus, jedenfalls nichts Offensichtliches. Und ja, ich glaube, damit haben dann die Schutzmaßnahmen hier definitiv ihren Dienst getan. Das heißt also, zumindest mal nichts, wo da war abgerissen. Nichts, wo ich wollte sagen, nichts, von dem eine direkte Gefahr ausgeht. Ah ja, okay, ich habe einen Kondensator mit runtergerissen gerade. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht seltsam aus. So, schöner wird es nicht. Lassen wir das mal hier so. Und dann sehen wir, denke ich, auch zumindest genügend, um hier grob zu erkennen, was los ist und was passiert ist. Erstmal der Chip. Mal gucken, ob ich den erkennen kann. Yep, der hat eine Beschriftung. Das ist Fairchild, war das, glaube ich. FAN301U. Würde ich jetzt spontan schätzen. Und ja, der Fehler war definitiv hier vorne in dem Bereich. Wir sehen, die ganzen Traces hier sind mehr oder weniger verdampft. Und wir haben ein Loch in dem Ding. Und ich wette mit euch, das ist der Brückengleichrichter. Der gute alte Fullbridge. Ihr kennt den Spaß. Definitiv hier vorne an der Eingangsseite irgendetwas schiefgelaufen. Die Frage ist, was? Wir haben im Prinzip ja, was haben wir denn hier? Ja. Es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was wie verbunden war, wenn keine Traces mehr da sind. Das ist ein bisschen problematisch. Ich würde aber fast darauf tippen, dass hier irgendwie, keine Ahnung, Blitzschlag, Überspannung, irgendetwas Massives da rein ist und da dann tatsächlich ja, ein bisschen Chaos veranstaltet hat. Wir können mal gucken, ob die Sicherung das getan hat, was sie sollte. Ergo, wir hatten ja nichts gemessen am Eingang. Kam dieses Nichtsmessen, weil hier keine Traces mehr sind? Oder kam dieses Nichtsmessen, weil die Sicherung, die hier im Kabel ist, ausgelöst hat? Letzteres wäre natürlich der korrekte Weg. So, machen wir den mal frei. Und wir können hier an die Sicherung. Und die Sicherung ist durchgebrannt. Okay, also Sicherung hat ausgelöst. Schutzmaßnahmen, wie gesagt, sieht soweit erstmal ganz okay aus. Ja,
Ich denke, viel weiter können wir dann auch hier nicht mehr machen. Einfach weil uns die Info fehlt, was damit passiert ist. Wir können schon mal ausschließen, dass es irgendwie ein Bauteildefekt war, denke ich. Weil am Eingang haben wir eigentlich keine Bauteile. Wenn müsste hinter dem, ja, okay, wenn hinter dem Brückengleichrichter, wobei, nee. Wir können ja mal gucken, ob bei den Beinchen vom Ausgang irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Nee, also. Den Beinchen vom Brückengleichrichter ist nichts zu erkennen. Und, ach nee, das war einfach nur ein Kondensator, wahrscheinlich, der gerade geladen hat. Also zumindest mal kein offensichtlicher Kurzschluss hinter dem Ding, kein offensichtlicher Kurzschluss vor dem Ding. Auch sonst, N und L haben keinen. Also es wird irgendetwas Kurzfristiges gewesen sein, würde ich schätzen. Im Moment, das ist eine Spule, die soll auch Durchgang haben. Hier sind die Elkos. Nö. Ja, verbuchen wir das mal unter wahrscheinlich irgendein kurzer Spannungsstoß oder so. Und naja, das Ding hat halt nicht wirklich irgendwas, um groß abzuleiten. Ich sehe hier keinen Moff oder irgendwas am Eingang. Das heißt also, wenn da was reinhaut, geht es über die Spule direkt auf den Brückengleichrichter. Wenn dem seine Spannung überschritten wird, haut er durch. Und das scheint er ja erfolgreich getan zu haben, danach zu urteilen, dass Löcher drin sind. Also, ja, viel mehr können wir da, denke ich, nicht mitmachen. Was wir noch gucken könnten, wie sieht das hier mit der Erdung aus, also dem Schirm von der USB-Buchse, ist das irgendwo auf einen von den Kondensatoren, dass das irgendwie relevant werden könnte. So sicherheitstechnisch, lasst mal schauen, wir haben hier einen, oh ja. Das ist tatsächlich hier auf einem drauf, also auf dem unteren, der ist dann wahrscheinlich irgendwo in Richtung Plus, Netzspannung verbunden, oder? Doch, der innere ist der hier und der ist verbunden. Zu hier unten, einem Teil vom Netz. Und was haben wir dann? Lass den mal etwas hier rausbiegen. Ich hoffe, dass es ein Schutz und passend zugelassen ist, aber eigentlich können wir davon ausgehen, bei hier dem Gerät. Schwer lesbar. Aber auch sehr viel kleiner Text. Das deutet schon darauf hin, dass da eine Menge Schutzmaßen, Prüflogos drauf sind. Verbuchen wir mal und da sollte auf jeden Fall passen. Was können wir noch? Wir können noch den mal auseinandernehmen. Was steht drauf? Sumida mit einem Barcode. Ich gehe sehr stark davon aus, allein schon, weil hier die Eingangswicklung hier, oder ist es eine, das ist die Ausgangswicklung, die sekundär, die ist ja nochmal, wenn sie hier rauskommt, isoliert, also sieht nach doppelt isoliert aus. Ich denke, da können wir relativ sicher sein, aber komm, wenn wir das Ding hier schon zerlegen, dann zerlegen wir es komplett, oder? Okay, geht schon gut los. Wenn wir hier gucken, ich habe jetzt die äußere Schicht hier und da ist direkt mal ein Kupferstreifen drunter. Das dürfte wahrscheinlich Schirmung sein, die so ein bisschen dafür sorgt, dass nicht ganz so viel, nennen wir es mal Dreck, nach außen kommt. Das heißt also, ja, mal gucken, ob die irgendwo verbunden ist. Hä? Ist die drunter? Ist die drüber? Ach, die ist beides. Okay, der Klebeband ist oben drüber und die Kupferschicht ist unten drunter. Nee. So. Komm da raus. Zack, zack. Und jetzt aber. Ich habe es nicht vom Bord runterbekommen, aber ich denke, wir können genügend hier sehen, dass wir rausfinden können, wie gut das Ding hier ist. Ah ja, okay, hier ist Lötzinn drauf. Ich gehe davon aus, sie ist dann hier tatsächlich auch irgendwo verlötet. Und ja, irgendwo da hängt was dran. Also, das dürfte die Schirmung sein. Also, hier haben wir unsere Schirmung. Die ist da unten an einem Pin. Hier haben wir unser Captain Tape, also weil gar nichts festhält. Okay, hier geht unsere äußere Lage anscheinend los. Ne, hier. Okay. Also, äußere Lage ist schon mal mit Klebeband umwickelt. Und zwar eine Runde, zwei Runden. Zwei Runden? Ja, zwei Runden. Dann haben wir hier einen dünnen Draht. 5, 6, 7, 8 Wicklungen oder sowas. Das könnte ein Feedback sein. Wieder Kleber.
Und zwar eine Runde. Sagen wir mal eine Runde vielleicht. Ein bisschen dünn. Aber gut, wenn es halt Feedback ist ja, also es ist auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, Richtung Sekundär gingen ja nur zwei Drähte. Das heißt also, die ganze Steuerung ist primär. Die ist eh irgendwie mit dem Netz verbunden. Von daher reicht da im Zweifelsfall eine. Die Drähte werden wahrscheinlich auch noch lackiert sein. Hier kommt jetzt ein dünner Draht zum Vorschein. Der dürfte auch ein paar Wicklungen wahrscheinlich haben. Ist es? Nee, es ist nicht ein dünner Draht. Oder bin ich gerade falsch gucken? Nein, es sind zwei dünne Drähte, wie es aussieht. Ja, das sind zwei Drähte, die zusammengewickelt sind. Und die dann hier drum gemacht sind, das macht man, um den Strom da zu vergrößern und trotzdem das halbwegs flexibel und einfach zu halten. Das dürfte dann wahrscheinlich unsere Primärwicklung sein. Oder noch ein Schirm oder noch ein... Jetzt blicke ich langsam nicht mehr durch. Ich hätte ein paar mehr für Primär erwartet. Und da ist ja auch noch einiges drin. Okay. Dann... weiter ins Innere. Arbeiten wir uns mal vor. Hier ist noch der Rest von der Wicklung eben. So, nächste Schicht. Wieder Klebeband. Eine Runde. Zwei Runden. Okay. Wir haben wieder zwei Runden. Wenn ich jetzt noch sehen würde, wo der loslegt. Achso, das ist die Sekundär, wie es aussieht. Dicker Draht, zwei Stück, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist also unsere eigentliche äußere Windung. Das heißt, bei der äußeren Windung, die Richtung USB-Buchse geht, wo man anfassen kann, da haben wir hier erstmal die zwei Drähte drin. Oder? Sind doch zwei. Ich schätze, es sind zwei, so wie sich das anfühlt. Ja, hier können wir... Wow. Okay, also, wir haben zwei Drähte. Die Drähte sind jeweils isoliert. Oder? Ja, die müssten isoliert sein, so wie sie aussehen. Die beiden isolierten Drähte stecken dann nochmal in einem isolierten Schlauch oder sowas drin, oder? Nee, das war nur außen. Okay, innen drin ist nur dieses Isolierte. Aber diese isolierten Drähte sind dann zusätzlich nochmal mit zwei von den Plastikwindungen oder Plastikklebestreifen hier nach außen geschützt. Und jetzt kommen wir zu Primär. Da werden dann wahrscheinlich auch zwei sein. Würde ich jedenfalls sehr drauf vermuten, wenn man die anderen so gemacht hat. Wo ist der Anfang? Da ist der Anfang. Darunter dürfte dann unsere Primär sein, die sehr viele, sehr dünne Wicklungen hat. Nochmal eine Schirmung drin, oder also etwas zum Erden wahrscheinlich oder so, um Störungen zu vermeiden. Zwei. Ernsthaft? Okay, zwei Stück mit der Schirmung und dann nochmal eine Klebeschicht. Also man nimmt den Kleber hier ernst. Eine zusätzliche. Und hier kommt dann unsere innere Spule, die Primärwicklung, wo dann die eigentliche Netzspannung drüber geschickt wird. Jetzt mal gucken, ob wir die hier irgendwo auch finden. Da ist sie. Und die ist auch aus zwei bestehend? Nee, das scheint ein Draht zu sein. Und die ist dann entsprechend sehr lang. Ja, definitiv. Das ist primär. Aber, wie wir gesehen haben, sie liegt halt innen. Sie ist mit 2 bis 3 von den Klebestreifen nach draußen verbunden. Das heißt also, da haben wir eine Menge Schutz zwischen der Primärseite, die in der Steckdose steckt, und der Sekundärseite, wo im Zweifelsfall dann eure Hand direkt dran ist, denn naja, die meisten Handys sind heute halt aus Metall und Metall leitet ganz gut. Wenn da also Strom rauskäme, wäre das schlecht. Ja gut, ich kann jetzt hier mich natürlich noch ewig weiterwickeln. Hier ist sogar nochmal eine Klebeschicht dazwischen, die dafür sorgt, dass die Primärseite
nicht allzu sehr aufeinander liegt. Eventuell um, ja, gute Frage, wofür? Ich würde jetzt spontan schätzen, dass das so ein bisschen ist, um gegeneinander reiben oder sowas zu vermeiden oder zu minimieren. Diese Drähte hier, die sind nochmal zusätzlich lackiert, um sie haltbarer zu machen. Aber ansonsten macht das eigentlich keinen großen Sinn innerhalb einer Wicklung, die ja ohnehin alles dasselbe ist, elektrisch gesehen, zumindest ja grob gesagt. Gibt natürlich da den Gradienten drüber, aber ja, so ist das Ding aufgebaut. Wir wissen also jetzt auf jeden Fall, dass hier eine Menge Schutzmaßnahmen drin verbaut wurden, um dafür zu sorgen, dass man halt Eingang und Ausgang nicht miteinander verbindet und das Ding möglichst sicher macht. Also, eine eingehende Analyse später komme ich damit zum selben Ergebnis wie mein Kollege. Klappt nicht. Ja, wir haben gesehen, es ist auf jeden Fall irgendetwas gewaltig schiefgegangen und hat hier eine Menge magischer Rauch im Gehäuse erzeugt. Also, da ist nicht mehr viel da. Aber wir haben auch gesehen, es wurde sehr viel getan, um da wirklich Eingang, Steckdose und Ausgang USB-Buchse voneinander fernzuhalten, um den Benutzer sicher zu halten. Also das ist wirklich vorbildlich. Wenn wir gucken bei einem Billignetzteil, wie wir sie hier schon mal zerlegt haben, da hatten wir was, 2 Lackschichten und eine Schicht Klebeband. Naja, hier haben wir 2, 3 Schichten Klebeband. Wir haben eine Schirmung dazwischen, die wahrscheinlich auch noch eine Sicherheitsfunktion eventuell haben könnte, dass das Ding abschaltet. Wir haben doppelt isolierte oder zumindest mal mit wirklich Isolierung isolierte Kabel hier an der Ausgangsseite plus den Lack an der Eingangsseite. Also da ist eine Menge schon mal dazwischen. Auch die Kondensatoren, die verbaut sind, die sehen auf jeden Fall deutlich besser aus. Sie haben zumindest mal die Zulassungen. Ich meine, ob es am Ende funktioniert oder nicht, ist dann immer Glückssache. Aber es ist auf jeden Fall mal nachgewiesen worden, dass der Kondensator es zumindest in der Theorie kann, was man von vielen anderen halt nicht sagen kann. Ansonsten, ja, ich habe einen großen Haufen Elektroschrott, der nicht mehr wirklich viel machen kann. Wie gesagt, nachweisen, was die Ursache jetzt wirklich war, ist nicht wirklich drin. Wir können auf jeden Fall auf der Sekundärseite hier nicht wirklich was messen, was nach Kurzschluss aussieht. Von daher ist meine Vermutung eigentlich, dass es irgendein Transient vom Netz war, der da wirklich ja, ein bisschen Dinge kaputt gemacht hat. Aber, naja, es kam nichts raus. Es ist alles im Gehäuse eingeschlossen gewesen, die Explosion, die da passiert ist. Die Sicherung hat ausgelöst. Und damit würde ich dann sagen, auch wenn es nicht mehr funktioniert, zumindest die Schutzmaßnahmen haben getan, was sie sollten.